Und dann kannst du quasi einmal mit Samantha Stocker ins Gespräch gehen. Gratulation, Samantha. Also kommt auch aus den Niederlanden, wir haben ja heute schon einen Gast aus unserem Nachbarland, wenn Sie mal auf Kitzschwert hier vor Ort gucken, dann sehen Sie, wie groß das ist, deutlich größer als Bahnsieger, die wir heute schon hatten. Aber am Ende zählt halt, wer ist vorne, und da hat sich das auch perfekt eingeteilt und darf jetzt im Automobilenmaßnahmenrennen Startschuss heute vor Sie bitte nicht nur Blumen, sondern auch auf den Plan bekommen. Wir wollen jetzt ran an die Frau, und zwar mit all den Geschenken, die ihr mitgebracht habt, denn das ist auch für die erfolgsverwöhnte Fahrerin ein ganz besonderer Moment. Let's talk some things about this special moment, hopefully for you. Tell us something about the race. Yeah, the race went really good. I didn't know who was the first time for young guys to give her a race. Yeah, she was very strong today. The trot was not really good at all, so I had to hold her the whole time, but she went really good. Also es war eine harte Stunde Arbeit für Sie. Und Sie hatten gar nicht meine ganze Zeit die optimale Verfassung so, auch im Rennen, aber was hat dann am Ende gereicht? Ganz knappe Entscheidung, also it was a really close decision. Yeah, really, but because I got one second, because she wanted to win. Also der Selbstwert hat eigentlich nicht gereicht, aber es hat gereicht. Fand du es, you're European champion, proud of yourself, also sind Sie stolz auf diesen Titel, Europameister? Yeah, it was 2 years ago, because of Corona, because I didn't win the championship, but of course I'm proud. Also ein bisschen länger her, auch unabhängig, aber natürlich sind Sie stolz. Wir sind stolz, solche Fahrerinnen auch hier zu haben. Trabsport nicht in der Männerdomäne, sondern wir haben ganz, ganz tolle Frauen. Sie ist definitiv eine, und wir sagen auch mal Glückwunsch an Samantha Stoker hier als europäische Champion, Siegfahrerin in Gelsenkirchen. Erfolgreich. Wir freuen uns mit Jan von Deuer, mit der Freundin kommt sicher auch, wenn wir sagen, wer zu sehen ist, ist jetzt restlich am Ausgehen. Herzlichen Glückwunsch! Gratuliere! Es ist immer wieder der Diskussion, mal wieder hier und wir freuen uns immer sehr über unsere tollen und starken Gäste aus unserem Nachbarland, die hier immer wieder auf Siegerehrung Rennen einhalten können. Mal gucken, ob das nachher auch beim Bild Pokal der Fall sein wird. Guck mal, da zieht er sogar das Köpfchen einmal lang. So gefällt mir und dementsprechend sagen wir auch herzlich willkommen, denn es ist ein toller Moment für ihn und dementsprechend Bild Pokal und Glückwünsche. So, und er hat gesagt, komm auf Deutsch. Na klar, ich bin so oft hier, da kann ich auch ein bisschen Deutsch und will gerne darüber reden, wie es mir heute gefallen hat. Nicht nur von dieser eigenen Leistung, sondern auch bei den Zuschauern, die ja sehr zahlreich heute hier sind. Ja, ich war die erste Mal dieses Jahr in Deutschland. Und ich habe nicht so viele Stadtpferde, viele französische Pferde. Und ich habe dreimal verstärkt in Holland. Und zweimal gewonnen. Die Vorbereitung war super. Und rechtsum hat das Pferd in Berlin gewonnen. Und hier war gut. Tja, also wenn Sie nach Deutschland kommen, dann läuft es gut. Und das sah ja auch ganz schön einfach aus. War das eine Fahrt zum Genießen, weil Sie in der Zielgerade keine richtige Konkurrenz hatten? Ja, aber die Konkurrenz war nicht schlecht. Aber mein Pferd, wenn ich auch die Favorit, dann muss ich ihn losfahren. Ja, und dann hat er es gemacht. Und zwar erfolgreich. Wir sagen Gratulation nochmal. Das ist der Applaus für die Sieger aus dem 6. Rennen.